Ja. Jetzt wird es nämlich natürlich schwer, denn er versteckt sich irgendwo hinter den Bäumen. Also, so, jetzt sieht man unseren Charakter ja auch nicht und ihn sieht man auch nicht. Und irgendwo hinter diesen Baumkronen steht er. Wie gesagt, das ist nicht gerade sehr, sehr einfach und ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo er ist. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Aber ich weiß, dass man ihn nicht sehen kann. Soweit ich weiß, konnte man ihn nicht sehen. Ergo, wir müssen ihn wirklich mit Dauer X klicken suchen. Aber hier kann man dann schon mal seine Digimons ein bisschen leveln. Blocke! Boah. Mit Wasser. Tut das Kyubimon mehr weh? Ja, weiß ich nicht. Was? Was ist denn da los? Kyubsimon, ne? Ja, na gut, da hoffen wir gleich mal, dass Kyubsimon wenigstens Level Up ist. Dann können wir den nämlich mal austauschen. Dann nehmen wir Agumon oder sowas. Etwas, was ein bisschen stärker ist. Oder Kyubimon müsste mal ein paar Techniken lernen. Womit wir denn mal One-Hitten. Gut, Renamon ist Level 6. Dann tausche ich die jetzt erstmal aus gegen Monmon. Dann leveln wir jetzt hier erstmal ein bisschen Monmon, weil, naja, wir dürfen den Tretwald nicht verlassen und ich möchte hier ungern meine ganzen Powerladungen in Kyubimon reinpumpen. Weil so reich sind wir auch nicht, glaube ich. Und Monmon ist nun mal, naja, ich glaube angriffstechnisch ist er der stärkste. Sogar stärker als Agumon. Und dann one-hitten wir die und dann geht das alles viel besser. So, irgendwo. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ist er hier? Nee, das ist nur Baum, okay. Da ist er. Nee, das ist er sowieso nicht. Er will ja nicht kämpfen, er will ja nur spielen. So, Huckmon? Ja, ich glaube, Huckmon hieß er. Zack. So, da. Ich hoffe mal, das one-hittet. Sehr gut, so muss es sein. Dann brauchen wir keine Powerberries verschwenden. Zudem kommt Huckmon Level Up. Oh, ja, Monmon ist auch schon Level Up. Klasse. Ja. Ja. Okay. Monmon ist Level Up. Ja, wir lassen ihn erstmal drinne. Solange wir noch hier sind, lassen wir ihn drinne. Soweit ich weiß, war der irgendwo am Rand gewesen. Verdammt. Boah. Und er geht nicht nach Hause, wenn wir ihn nicht finden. Ich glaube, er bleibt da stehen oder er taucht dann wieder auf, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel ja nicht durchgespielt, indem ich dauerhaft im Tretball rumstehe. Oh Mann, wir sind wieder Money. Macht nix. Sollte Monmon ja auch hinbekommen. So, einmal bitte hier, ne? Swing, swing. Swing, swing. Swing, swing, dein. Naja, ihr wisst schon, Schleuder. So, ich hoffe, One-Hit. Ja, sehr gut. Selbst Monmon one-hitted die. 405 Schaden, ja. Das ist unser Digimon. Wenigstens kriegen wir hier auch ein bisschen Geld zusammen und alles. Verdammt. Es kann sich jetzt wirklich ein bisschen hinziehen, leider. Aber ich will diese Baumtreterstiefel haben. Ich will die haben. Ist der hier hinten? Nee, ist nur ein alter Mann. Mit Hut. Ohne Hut. Mit Hut. Ach, wir können immer noch keine Techniken. Mann, warum falle ich immer wieder drauf rein? Boah, ich krieg das auch nicht mehr zusammen, wo der ist. Warum? Hallo? Was ist denn da los? One hit bitte. Haha, ich hab geblockt. Nee. Wir erschießen Bäume, wir wollen Bäume treten. Also ein Problem mit der Umwelt haben wir auf jeden Fall. Das
kann man wirklich nur sagen, wir haben Probleme mit der Umwelt. Mann, nicht Level 5. Ich wollte eigentlich, dass er eine Technik lernt. Mit Level 5 lernt er garantiert eine neue Technik. Stotter. Shit. Oh Gott. Ja, es ist nicht leicht hier. Ich glaube, der war auch gar nicht so weit weg. Ich glaube, er war auch nicht so weit weg. Ich glaube, der war in den ersten Baumgruppen. Oh Gott, ey, ich weiß das wirklich nicht mehr so genau. Yay, Level 5 und gelernt Wingbuster. Sehr schön. Dann tausche ich jetzt doch mal um. Jetzt haben wir den auf Level 5, das passt. Dann nehmen wir uns jetzt unser Argumon. Wollen ja nicht einseitig leveln hier, ne? So. Oder konnte man den ein bisschen erkennen? Oh Gott, ich weiß das echt nicht mehr. Da ist er! Ha! Erwischt! Den Schlingel! Huch, du hast mich gefunden! Da ist er! Überhaupt nicht zu sehen, Alter! Du musst rumlaufen und klicken, ey! Das ist unfassbar! Oh je, du hast mich gefunden! Ich habe die Stimme vergessen! Okay, ich gebe dir die Baumstiefel, wie versprochen! Yeah, eine schöne neue Trete, Alter! Von... Gucci? Ich weiß nicht, ist Steady... Hey, du bist okay, ich bin beeindruckt! Hier, nimm die Baumstiefel. Sehr schön. Cool, danke, Wemon. Toll, die Baumstiefel. Gut für dich. Okay, ich gehe nach Hause, essen. Lass uns später mal wieder spielen. Würde ich gerne machen. Machen wir aber, glaube ich, gar nicht. So, wir haben jetzt die Baumtreterstiefel mit diesen Stiefeln. Ich weiß, es schockiert euch jetzt, aber damit hat... niemand gerechnet. Ich weiß, es hat niemand damit gerechnet. Aber mit diesen Baumtreterstiefeln können wir Bäume treten. Denn sie... Ja, ich wollte gerade ein bisschen erklären. Passt schon. Dräng dich dazwischen. Ist in Ordnung, Kiwibon. Brauchst du halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Ist gut. War ja schon wieder monoton, die. Okay, irgendwas stimmt mit Sound heute nicht. So, also, ne, um nochmal darauf zurückzukommen. Unten rechts sehen wir ein Radar. Wenn ein, das kann ich am besten im Tretwald, da soll man ja den Wald treten. Wenn ein Kartmon auftaucht, blinkt nämlich das Radar oder wird rot oder irgendwie so. Auf jeden Fall macht das Radar dann irgendwas ganz Tolles. Tolles und Außergewöhnliches. Scheiß Baum, oh Mann. Jetzt war der Spruch wieder für den Arsch. Mann! Diese blöden Zufalls-Digimons hier. Was ist denn los mit denen? Und dann können wir auch gleich mal in die Protokollruine wuseln, wa? Ich denke mal, die sollten wir jetzt schon... Sollten wir schon reißen, wa? Wir müssen ja den Leader von der Stadt da oben finden, der Namen ich glaube ich schon wieder vergessen habe. Sairyu oder so. Da sollen wir ja den Leader finden. Jetzt haben wir ja die Baumstiefel und alles andere. Ach nee, ich weiß, was wir noch machen können. Ja, da müssen wir auch noch hin. Yay, Level Up. Flame Ball. Das passiert auch, wenn man zu heiß duscht. So, da, man sieht schon, es macht hier, ne? Blingsi da unten. Wir sind näher. Und da ist eins. Jetzt haben wir entweder ein Kartmon oder ein anderes Digimon. Es ist Kartmon. Ja, Kartmon hat leider das Gefühl, es müsste flüchten. Des Öfteren. Wir machen mal die Technik hier, wa? So. Es flüchtet leider sehr, sehr häufig. Also es ist nicht... Es ist, glaube ich, nicht so einfach zu besiegen. Ich bin mir da aber auch jetzt nicht sicher. Das war ja schon mal... Kartmon macht Attacke. Und wenn wir Kartmon jetzt besiegen, lässt es halt einen Booster fallen. Und das ist ganz schön stark. Aber wir prügeln weiter auf sein. So. Bleibt da. Gut, es bleibt noch da. Blocken wäre nicht schön. Ja, sehr schön. Danke.
So, ich glaube, normale Attacke ist stärker. Und davon gibt es dann halt auch verschiedene Ausgaben. Also je nachdem, wie viele Karten es um sich herum hat, also stärker ist das Kartenmon und an so bessere Booster Packs lässt es halt fallen. So, erstmal kriegen wir ein paar Prozente. 70 Bit und Booster 3B. Ja, und jetzt müssen wir halt nach... nicht Devimon, ach. Ihr wisst ja, was ich mein, Mon, und... Dort bekommen wir dann, das Booster geöffnet. Divamon, so, jetzt haben wir es. Hatte ich schon gesagt, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben wegen Livestream? Nur mal so. Ihr könnt euch ja gerne dazu äußern, was ihr davon haltet vom Livestream. Ich bin ein bisschen verstreut. Also ich liege hier ein bisschen verstreut in der Bude rum. 80% ist noch im Bett. So, wir gehen mal schnell unsere Digimons ein bisschen heilen. Da bin ich hier aber falsch. Oder? Nee, bin ich nicht. Der. Und wie ich hier falsch bin. Ah, Mann. Jetzt höre ich es wieder nur einseitig. Also heute ist der Wurm drinne. Und wie gesagt, ich denke mal, dass ihr das zweiseitig hört. War hier oben nicht ein Divamon gewesen? Was? Du willst einen Booster öffnen? Okay, Augenblick. Jetzt können wir auch unser erstes Booster öffnen. So, eine Karte kaufen. Nein, Booster öffnen bitte. 3B. Und das ist da drin. Oh, schön. Ein Tortomon mit 9,11. Ist gar nicht mal so schwach. Die anderen sind natürlich ein bisschen... Ja, aber... Ein Tortomon. Wir könnten jetzt Ordner bearbeiten. Ich mach das mal eben. Wir können das ja mal eben machen. Ordner 1. Namen ändern. Wie nennt man einen Ordner? Wie nennt man einen Kartenordner? Wie nennt man einen Kartenordner? So geht's ja auch. Ja, ausgefallen auf jeden Fall. Da fällt uns bestimmt irgendwann nochmal ein besserer Name ein, aber jetzt ist er erstmal wirklich. So, jetzt können wir. Jetzt muss ich auch erstmal mich total reinfuchsen. Karte erklären, sortieren. Was ist denn. Was könnten wir denn mal austauschen? Zwei. Ja, nee. Irgendwas, was schwach ist. Hier. Das könnten wir zum Beispiel austauschen. Klicken wir mal an. Tortomon. So. Was haben wir hier? Add 10 AP für Digimon. HP. 2 Haguru. Zieht eine Karte. Ja, ist alles nicht schlecht. Janmamon ist auch gut. Wie wär's mit dich? Können wir Gabumon für einsetzen. Das Beste ist auch, wenn man immer eigentlich eine Farbe hat. Wenn man nicht sagt, ja, hier alles bunt durcheinander mischen. Sondern wenn man sagt, hey, ich spezialisiere mich hier auf grün, ich spezialisiere mich auf rot oder irgendwie sowas. Ich glaube, dann ist das ein bisschen stärker. Der hat null Angriff. Das ist ein bisschen doof. Eigentlich hätte ich ja schon ein bisschen was Angriff hat, ne? Hier, einen Gatsimon können wir noch mit reinmachen. Ist auch nicht schlecht. Die sind auch gut. Ich glaube, den Rest lassen wir erstmal so, wa? Die lasse ich drinne, weil wenn wir drei von denen haben, dann, naja, es entwickelt sich halt dann zu Andromon. Und wir kriegen ein Andromon dazu. Okay, ja, das war jetzt schon mal unser Ordner. Ordner. Geht ja ganz schnell. So viele Karten haben wir ja noch nicht, dass wir da unsere Lebenszeit drin verschwenden können. So, willkommen im Inn. Einmal kurz übernachten. Dann gehen wir noch ein bisschen einkaufen für unsere Digimons. Vielleicht noch ein paar Waffen oder so. Gehen wir mal hier zum Zeughaus. Verkaufen kann ich... Nee, verkaufen habe ich nichts. Waffen.
Effekt. Eigentlich wäre es cool, wenn Renamon was bekommt, oder? Weil Renamon ist ja noch nicht so der Angriffstyp. Oh, Renamon braucht unbedingt Verteidigung, sehe ich gerade. Hat er überhaupt schon irgendwas? Blechschild kann er tragen? Könnten wir ihn sogar mal geben, wa? Kaufen? Ja. Dir? So. Ansonsten noch das hier. Nicht genügend Bit. Verdammt. Wir sind pleite. Nee, da will ich ihn lieber das hier kaufen eigentlich. Ein Zinnhelm können wir vielleicht noch. Ist ein besseren Sportanzug. Ist auch sehr süß. Wenn wir ihn den Zinnhelm, dann hat er noch ein bisschen mehr Verteidigung, aber auch nur 5. Okay, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal so. Wir müssen erstmal Geld sparen und wir müssen uns erstmal ein paar Powerpillen wieder weiterkaufen. Dann brauchen wir nämlich nicht immer ständig Geld für andere Dinge ausgeben. So, Powerladung. Wie viele haben wir? 10. Wollen wir uns doch erstmal... So, das müsste jetzt aber reichen. Das müsste jetzt reichen. Die anderen, glaube ich, brauchen wir nicht wirklich. Die anderen brauchen wir nicht wirklich. So, jetzt können wir... Genau. Wir haben noch, wir waren nämlich hier noch in einer Karte, wo wir noch nicht waren. Wir waren hier noch nicht in einer Karte, wo wir noch nicht waren. Verwirrend. Verwirrend ausgedrückt. Denn wir gehen jetzt ein paar Dinos besuchen. Dinos besuchen ist bestimmt super. Scheiß Baum. Hab ich schon immer gehasst. Da finden wir, glaube ich, auch ein Tyrannomon oder sowas. Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir gegen den kämpfen sollten. Das kann ich auch nicht so genau sagen. Aber wir sind ja da noch nie die Leiter hochgegangen. Noch nie. In unserem ganzen Leben noch nicht. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Jetzt ist auch egal. So, mach mal einen normalen Angriff, weil das ist Wasser. Da bringt dein Feuer nichts. Hey, wieder Dolby Digital hier. Ich weiß nicht, heute ist echt der Wurm drinne damit. Muss ich nochmal gucken, ob das daran liegt, dass vielleicht irgendein Kabel nicht richtig drinne ist. Aber jetzt spielen wir erstmal. Den Rest können wir nachher sehen, ne? So, dann können wir die nämlich auch mal ein bisschen hochleveln. Wobei, naja, hochleveln können wir auch nachher in der Protokollruine, während wir den Leader suchen. Können ja trotzdem ab und zu mal hier so ein paar Bäumchen treten, einfach nur, weil es Bäume sind, ihr wisst ja. Die Bäume sind ja die Geißel der Natur. Oder die Geißel der Menschheit. So, da können wir aber Feuer machen, da müssen wir ihn noch wegbrutzeln. Gibt es ein bisschen gebratenes Gemüse hier. Mh, gebratenes Gemüse. Ich mag kein gebratenes Gemüse. Trotzdem machen wir das. 635, ja, das ist doch mal was. Das ist doch mal ein Damage, wa? Nö. Okay. Kletter, kletter. Nö. Okay. Ab und zu mal gegentreten, man weiß ja nie. Karten kann man ja immer gebrauchen. So, jetzt sind wir hier nämlich im Tyrannental. Glaube ich, stand da. Hier finden wir erstmal noch ein paar Kisten. Und zweitmal ist das hier ziemlich gut zum Leveln. Ich weiß, dass ich hier in meiner ersten Aufnahme, in meinem ersten Spielen, hier gibt's irgendwie gar nichts. Hier habe ich nämlich ganz, ganz viel gelevelt. Aber richtig viel. Hier hätte ich, glaube ich, beinahe schon meine Ultra-Digi-Mons gehabt. War vielleicht übertrieben. Hat auf jeden Fall Stil hier. Da kommen wir auch nicht lang. Oh nein, es ist... Triceramon? Tyrannomon! Er wirkt ein bisschen größer als wir. Ich weiß gar nicht warum. Tyrannomon sieht hier so riesig aus. Und unser kleines Baby-Greymon, Alter. Ganz ehrlich, so ein ganz kleines Baby-Greymon. Au. Naja, war jetzt nicht wirklich doll, au. Boah, was ist denn los mit dir, Tyrannomon?
Oder Greymon. Ich weiß nicht, wen ich die Schuld geben soll. So, auch mal blocken, bitte. Ja, sehr gut. So muss es ablaufen. Immer blocken. Gott, ich liebe es, wenn sie blocken, ey. Das ist so wichtig hier. Sag mal, jetzt. Ich komm gleich zu dir nach Hause, du. Wenn du das jetzt wieder blockst, ne? Na, endlich. So. Jetzt hängt der Ton schon wieder hinterher. Okay, ich muss eine Aufnahmepause machen. Wir müssen gleich erstmal gucken. Jetzt hängt der Ton nämlich schon wieder komplett hinterher. Irgendwas ist da gerade faul. Ich mach gerade noch schnell mal den Kampf zu Ende. Ja, man merkt es, der Ton hängt total hinterher. Ich guck mal auf die OBS-Karte. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, da das jetzt herauszufiltern. Also irgendwas stimmt heute mit dem Ton hier nicht drüber. Yay, Level Up. Yay, Level Up. Also irgendwas. Gut, ich mache hier nochmal einen ganz kurzen kleinen Cut. Bis gleich.